Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video und heute habe ich drei neue Glitches, die ihr wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit hundertprozentig noch nicht kennt. Und das liegt daran, dass zwei davon mir selber von euch eingeschickt wurden. Ja, Leute, ihr habt die Glitches selber gefunden und mir eingeschickt. Also ich habe diese Glitches noch nie gesehen und ich bin wirklich involviert in dieser ganzen Mario Odyssey Glitch-Szene. Und ich hatte euch ja letztes Mal die Frage gestellt, beziehungsweise euch die Challenge gegeben, ob ihr es schafft, in oder unter das Schloss von Peach zu kommen. Und einer hat es wirklich geschafft. Der gute Maurice hat es geschafft. Er hat es mir eingeschickt und ich habe es dann versucht nachzumachen. Und es auch geschafft, Leute. Und zwar kann man unter das Schloss, Leute. Und alles, was man dafür machen muss, ist erstmal das Wasser ablassen in dem komischen Graben. Dann holt ihr euch einen Roller und müsst an dieser Stelle hier so wirklich rechts auf die Kante und dann aber so links runterfallen, wie ihr es hier seht. Und dann klippt ihr einfach durch die Brücke durch, durch den Boden. Und dann schwimmt ihr sozusagen unterm Schloss und ihr seht richtig, dass das der Mittelpunkt von dem ganzen Wasser ist, weil es da zusammenläuft. Und ihr seid dann wirklich unterm Schloss, Leute. Ihr habt es geschafft. Vielen Dank an Maurice. Der zweite Glitch, den ich euch heute vorstellen will, der mir auch eingeschickt wurde von Emir. Der gute Knabe hat versucht, mit dem Roller Cancelling irgendwo reinzuklippen und er hat es sogar geschafft und ich habe dieses noch nirgendwo gesehen, dass es überhaupt möglich war und theoretisch ist das sogar ein richtig krasser Glitch. Und zwar müsst ihr ins Cascade Kingdom und müsst hier an der Stelle rechts den Roll Cancel Glitch machen und dann seid ihr out of bounds und könnt sogar, wenn ihr das richtig macht, ich habe es einmal geschafft, aber es ist wirklich schwer, so ein bisschen unter der Map schwimmen. Das könnte in No Capture Runs, könnte das ein enormer Fortschritt sein, um letztendlich den ersten Mond zu kriegen, der in dem Stein ist, weil man muss ja letztendlich unter der Map schwimmen, um in den Stein zu kommen und das könnte man von der Stelle ganz leicht ohne erst auf die gegenüberliegende Seite sich hoch zu glitschen. Also Respekt dafür, Emir, und Dankeschön. Den letzten Glitch, den ich euch heute vorstelle, der ist ziemlich unbekannt und ich habe ihn auch nur durch Zufall entdeckt. Und zwar müsst ihr zur dunklen Seite des Mondes, dort wo die ganzen Hasen sind. Und dort ist ja dieser komische, riesige Pfeiler. Und Leute, guckt euch mal das an. Ihr denkt, Mario fällt runter, aber nein, er hält sich daran fest, Leute. Guckt euch das an, weil der Stab bzw. die Hitbox von dem großen Pfeiler geht noch durch diese komische Kratertextur durch, bis nach unten. Es ist wirklich lustig und man kann sogar hochklettern und ist dann letztendlich auch out of bounds. Auch ziemlich lustig. Glitch, Leute, könnt ihr auch ganz leicht probieren, da braucht ihr gar keinen Skill für. Ja, Leute, das waren drei lustige Glitches, die ich euch heute vorstellen wollte. Drei neue kleine Glitches, die wirklich unbekannt sind. Das Gewinnspiel mit der Bowser-Amiibo läuft jetzt noch genau 10 Tage. Ihr müsst Abonnent sein und kommentieren, dass ihr es haben wollt. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.